einen so verrückten Roman wie Dana Grigorczas Barbarada, ihren Erstling, den wir Taufe heben, einen so verrückten Roman, habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Kapitel 1, in dem es damit anfängt, dass wir den Terroristen aufnehmen und ich mich auf das gute Geschäft freue. Am Abend, als der Terrorist hergebracht wurde, saß ich am Ufer der überfrorenen Donau und versuchte, den Himmel von der Erde zu unterscheiden. Im gleichmäßigen Grau markierten schwarze Punkte ein verlassenes Vogelnest oder den Ort, an dem eine Seerose ertrunken war, und an diesen Punkten war die ganze Welt festgenagelt. Das starre Jenseits des Flusses war mit Raureif bedeckt und daran rieb sich das einzige sich bewegende Wesen, meine phosphoreszierende Albina-Tochter Ileana, die verbissen das Fischnetz immer wieder aufhob und fallen ließ. »Ich gehe jetzt«, rief ich ihr zu, an den feuchten Stamm des Zwergnussbaums gelehnt. Neben mir im reglosen Schilf hockte schon seit unendlicher Zeit meine Enkelin Miruna und versuchte vergeblich zu bissen. »Ich habe gesagt, ich gehe jetzt«, sagte ich, blieb aber sitzen beim Zwergnussbaum, die Nägel in seinen Stamm gebohrt, der von tiefen Messerstichen übersät war, und schaute mitleidig auf meine Tochter, die einsam über das kalte Wasser flatterte. Hinter ihr hatte die Welt beim Einfrieren alle Tiefe verloren und die Ferne, aus der ihr noch ein Gottesgeschöpf eine gute Botschaft hätte überbringen können, war versperrt. Hier muss ich zugeben, dass Ileana in ihrem kleinen, miesen Dasein eine gute Botschaft dringend nötig gehabt hätte, denn trotz ihres ungewöhnlichen Aussehens war sie doch eher gewöhnlich, und wäre ich nicht ihre Mutter, hätte ich sagen können, dass sie der Erde unnötig Schatten machte. Doch so begleitete sie mein mitleidiger Blick überall hin, auch wenn er nicht unbedingt unablässig an ihr haftete. Und auch jetzt war es mein sorgvoller Mutterblick, der das Grau hinter Ileana so beharrlich prüfte, dass es einen blauen Flecken bekam. »Schau dort«, riefen wir einander zu und starrten auf die schadhafte Stelle, bis sie durchlässig wurde. Durch sie rutschte der sehnlichst erwartete Nelu mit seinem kleinen Boot. Ich danke Ihnen.